Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Ask the Expert mit Schneider Electric. Der erste Teil ging über den Engineering-Prozess der Elektrokonstruktion im Schaltstrangbau. Und wir heißen hier herzlich Martin Koch wieder willkommen. Dankeschön, dass du wieder da bist, Martin. Danke, dass wir da, dass ich da sein darf, Stefanie. Was erwartet uns denn heute im zweiten Teil? Ja, spannende Frage. Und Stefanie, du hattest es ja schon richtig gesagt. Im ersten Bereich haben wir uns mit dem Thema Engineering beschäftigt. Das erste Video aber ganz konkret die Angebotsphase im Engineering. Und jetzt im zweiten Teil dieser Videoserie das Thema der Elektrokonstruktion, also die Fortführung nach der Angebotsphase dann direkt in die Elektrokonstruktion. Warum beschäftigt sich Schneider Electric eigentlich mit der Elektrokonstruktion? Ist natürlich eine gute Frage, aber dazu müssen wir generell mal klären, was macht Schneider Electric denn generell? Schneider Electric stellt natürlich Produkte her, die wir verkaufen an unsere Kunden, aber nicht nur Produkte. Wir beschäftigen uns mit den gesamten Lösungen der Kunden und müssen dementsprechend mich mit den Bedürfnissen der Kunden auseinandersetzen und dementsprechend auch zu den Produkten die passenden Daten zur Verfügung stellen. Und das natürlich in einer sehr hohen Qualität, um den Kunden eine Art Arbeitshilfe mit an die Hand zu geben, um die Produkte auszuwählen. Und Stefanie, du erinnerst dich vielleicht noch an das letzte Mal. Da haben wir uns mit dem Thema Konfiguratoren im Angebotswesen beschäftigt und dann natürlich auch die Vorteile des Motor-Control-Konfigurators herausgestellt, wie man Stücklisten erzeugt, wie diese Stücklisten weiterverarbeitet werden und was die für einen großen Vorteil haben. Genau. Welche Vorteile haben denn Elektrokonstrukteure mit den Lösungen von euch, von Schneider Electric? Ja, das ist bezogen auf die Konfiguratoren, ist es uns wichtig, dass die Kunden Zeit sparen. Die Konstrukteure eine einfache Auswahl der Produkte haben, also es ermöglicht in kurzer Zeit die Produkte für ihre Lösung zu finden, die relevant sind. Wir stellen dann durch diese Verwendung der Konfiguratoren, die wir im letzten Mal schon gezeigt haben, Stücklisten, die für die Weiterverarbeitung in der Konstruktionsphase, über die wir jetzt sprechen, verwendet werden. Das heißt, die Konfiguratoren, die wir haben, wie der Motor-Control-Konfigurator, mit denen wir Stücklisten erstellen, das heißt, abgestimmt auf die Produkte, gehen wir mal zum Thema Motorabgangstechnik, Motorschutzschalter in der klassischen Variante als Stückliste übergeben werden können in die Engineering-Tools. Und da werden zum Beispiel Tools wie E-Plan, wie S-CAD oder natürlich auch IGXO von Schneider Electric, was mittlerweile unter dem Brand ETAP bei Schneider läuft. Wenn wir dann mal schauen, was für einen Vorteil wir da für die Konstrukteure bilden, ist, dass wir zum Beispiel, nehmen wir S-CAD als Beispiel, 30.000 oder über 30.000 an E-Plan CAD-Makros, also für die Stromlaufpläne in höchster Qualität zur Verfügung stellen. Die beinhalten dann automatische Montagen. Das heißt, bedeutet, wir haben 2D- und 3D-Daten, die Montagepositionen ausgemessen haben, elektrische Anschlussdaten ausgemessen haben, aber natürlich auch 2D- und 3D-Stromlaufplansymbole beinhalten, um letztendlich einfach zu zeichnen, einfach zu vertragen und letztendlich auch das vollautomatisch realisieren zu können. Das heißt, in der Fertigung dann übergeben an Fertigungsmaschinen. Kannst du uns bitte auch noch mal den Übergang zwischen der Angebotsphase und der Elektrokonstruktion darstellen? Sehr gerne. Prinzip ist nochmal der Motor-Control-Konfigurator. Den nehme ich ganz gern her, aber das heißt nicht, dass wir nur den haben. Wir haben für die SPS-Steuerung Konfiguratoren, für Klimaberechnung Konfiguratoren. Da haben wir eine Vielzahl an Konfiguratoren und letztendlich kommen aus diesen Konfiguratoren Stücklisten heraus, die man prinzipiell relativ einfach über Stücklisten-Import in die Datenportale der ECAD-Systeme importieren kann.
aus dem Importieren heraus relativ einfach platzieren kann in der Software und dann anhand, was wir im ersten Video schon gesagt hatten, anhand von Funktionsgruppen, ob das Motorabgangstechnik ist, ob das die Spannungsversorgung ist, die Einspeisung, die Energieverteilung, die Abgangsfunktionsgruppen oder interne Steuerfunktionsgruppen implementieren kann, dann dort die Stücklisten ziehen kann. Parallel hatten wir das Thema, dass dann schon die Bestellungen erledigt sind. Das heißt, wir hatten ja vorher schon aus den Konfiguratoren die Daten und jetzt habe ich diese Zeit fürs Engineering, in der die Sachen positioniert werden können auf der Montageplatte und dann noch ein Zusatzfeature haben, dass wir sicherstellen, dass im Schaltplan ein Maximalmaß an Daten digital hinterlegt werden können. Das heißt, wir haben eine runde Story von Implementierung der Daten in das E-CAD-System bis hin zum Höchstmaß an hinterlegten Daten. Das können dann sogar Links auf unsere Webseite sein oder zu anderen Dokumenten. Ja, danke. Genau da möchte ich auch noch mal einhaken. Du hast die hinterlegten Daten für den Schaltplan erwähnt. Welche Vorteile entstehen hieraus? Ja, eine Vielzahl, Stefanie. Auf der einen Seite natürlich die Übergabe an Fertigungsmaschinen wie Platzierungsroboter oder natürlich Verdrahtungsmaschinen. Das spart eine Vielzahl an Zeit, aber auch es reduziert massiv die Fehler. Ein weiterer Punkt der Daten ist für mich ein Zugriff auf Datenblätter vom Produkt heraus gesehen. Und da ist als Zusatz bei uns, dass jedes der Produkte einen QR-Code beinhaltet, der auf dem Gerät auf der Frontseite aufgedruckt ist, der die Auswahl der vollautomatischen Montage der Produkte erleichtert und auch hier nochmal Fehler reduzieren kann. Aber nicht allein nur diese Daten der Produkte, die positioniert werden, sind relevant und die Daten in der Software, sondern ich kann natürlich daraus weiteres Engineering ableiten. Bedeutet zum Beispiel für eine Maschine die Klimaberechnung oder den Schaltschrank respektive, bedeutet mit den Verlustleistungsdaten der hinterlegten Produkte, habe ich die Möglichkeit, Klimageräte über unsere Konfiguratoren, das wäre zum Beispiel pro Klima auszulegen, nach Norm und letztendlich auch die Klimatisierung als Funktionsgruppe zu planen. Hat auch Riesenvorteile, weil hier sparen die Kunden nochmal deutlich an Zeit und haben die Sicherheit, dass die Klimalösung ihres Schaltschranks ein ungeplantes Ausfallen der Maschine verhindert. Super, Dankeschön. Das hört sich alles super an. Was sind denn die größten Vorteile bei den Lösungen von Schneider Electric aus deiner Sicht? Ja, prinzipiell habe ich jetzt einiges erwähnt über das Thema Digitalisierung. Aber Digitalisierung ist eins der Zukunftsziele von Schneider. Wir sind da sehr, sehr weit und haben auch eine Vielzahl an Daten. Aber ein weiteres Thema für Schneider ist das Thema Nachhaltigkeit. Und da sind wir seit 2014, kenne ich selbst diese Datenbank, die ist sicher älter, mit unserer Green Premium Datenbank marktführend, was der Nachweispflicht nachkommt, unsere Ressourcen, welche wir verwenden, darzustellen, allen Entsorgungsrichtlinien zu entsprechen und deutlich weniger Schadstoffe einzusetzen als unser Wettbewerb und auch deutlich weniger als die Norm minimal vorschreibt. Das ist ein Punkt. Das andere ist aber, zum Beispiel haben wir jetzt eine neue Serie an Schaltschränken, die aus dekarbonisiertem Stahl produziert wird. Das heißt, die kompletten Walzwerke des Stahls laufen mit nachhaltiger Energie, also Solarkraft, Windkraft. Wir verwenden zusätzlich noch Recyclingmaterial und tun damit den CO2-Fußabdruck der Gehäuse verbessern auf 30-40% für verschiedene Produkte. Das ist ein weiteres Thema. Danke. Nachhaltigkeit und die Natur schützen ist ein Ziel von Schneider Electric. Das nächste dabei ist die nachverfolgbare digitale Lösung. Für unsere Produkte mit Seriennummer integriert können wir auch den kompletten Prozessfluss bis hin zu unseren Kunden nachweisen und dementsprechend auch
ein Höchstmaß an Qualität sicherstellen. Ja, Stefanie, wie fandest du denn diese kleine Übersicht von Vorteilen von Schneider Electric? Natürlich sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Und besonders auch am Schluss, meinst du jetzt auf den Green Premium, also wo eure Green Premium Produkte hingewiesen hast, das passt perfekt zu unserer ESG Agenda von RS. Das freut Gut. mich sehr. Das war, also Stefanie, ich habe dir jetzt einiges erzählt über das Thema Elektrokonstruktion. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und wir bewegen uns sicher jetzt auf der obersten Ebene, um das einfach mal rüberzubringen. Aber wir könnten da sicher noch stundenlang drüber diskutieren, über die einzelnen Produkte, über die einzelnen Konstruktionen. Aber ich denke, aus dieser Sicht und dass es erstmal nur so ein Teaser-Video ist das sehr viel Information und ich hoffe, das hilft auch allen Zuhörern, die sich das angeschaut haben, ein bisschen weiter, um sowohl die Strategie von euch als auch von uns, die korreliert ja miteinander, das hat man ja gemerkt, zu durchsehen und ja, diese Informationen für sich zu nutzen. Genau, danke schön. Hast du denn zufällig noch einen kleinen Ausblick auf unseren dritten Teil? Wir haben ja noch einen dritten Teil vor. Wir haben noch einen dritten Teil. Ja, genau. Also immer die klare Fortführung. Angebotsphase, Video Nummer 1. Elektrokonstruktion, Video Nummer 2. Und dann natürlich Video Nummer 3. Was fehlt? Die Produktion. Wann steht der Schrank im Feld? Der Betrieb, die digitale Wartung und Service. Digital Nameplate wird dann ein Thema sein. Digital Logbook als unser Software-Tool dazu. Aber ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Da haben wir nämlich sehr, sehr viel Software und können den Wartungs- und Servicetechnikern unheimlich viel bieten. Super. Dann danke dir, Martin, für den zweiten Teil. Ich hoffe, unsere Zuschauer fanden das jetzt genauso toll und interessant wie wir beide. Und wir freuen uns auf den dritten Teil. Und wir verlinken natürlich hier im Video auch noch den Teil 1, den wir im Sommer gedreht haben. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön, Martin. Ich auch. Dankeschön, Stefanie. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.